direkt zu einem Bodybuilder der Neuzeit, Freunde, über den Markus sich auf jeden Fall richtig lustig machen würde, nämlich von 32 auf über 50 Zentimeter. Drei Übungen, durch die meine Arme explodiert sind, Freunde. Und es handelt sich hier natürlich um keinen geringeren als Kai Gedanius Bastadius. Let's go, Freunde. So bekommst du garantiert 50er Oberarme. AKA QVC Kai. Im heutigen Video geht es um meine drei Top-Armübungen, die ich wirklich schon über mehrere Jahre, 5, 6, 7 Jahre ausführe, die mir auf jeden Fall dabei geholfen haben, die 50 cm zu knacken. Wir fangen auch schon direkt an mit der ersten Übung. Und der 50er Arme, Alter, krass. Und zwar Bizeps Curls am Kabelzug, am besten Fall an der V-Station, also an einem doppelten Kabelzug. Hier stelle ich immer den Kabelzug nicht auf die unterste Stufe, sondern auf die zweite Stufe. Freunde, jetzt wird es hier richtig, richtig Hightech, ja? Ihr kennt das Setup. Setup von Kai Gedan. Das ist immer gottlos. Ich zeige euch gleich warum. Dann natürlich links und rechts in den Griff nehmen. Falls ihr in einem vielbesuchten Gym seid, könnt ihr die Sache natürlich auch unilateral ausführen. Ich führe es aber immer gerne beidseitig aus, weil ich mir da extrem viel Zeit spare. Dann gehe ich natürlich ein paar Schritte vor. Und jetzt kommt der Vorteil, wenn ihr den Kabelzug nicht ganz unten habt, sondern auf der zweiten Stufe, habt ihr ein bisschen mehr Dehnung in der untersten Position. Dann leicht die Brust nach vorne drücken, die Oberarme immer hinter dem Körper lassen und dann richtig schön nach oben curlen. Und so habt ihr erstens mal ein richtig gutes Widerstandsprofil, richtig schön viel Dehnung. Habt ihr gehört, Freunde, Widerstandsprofil ist richtig gut. Unten und könnt ihr wirklich hier schön stabil mit dem Bizeps maximal arbeiten. Und bei der Übung raste ich immer richtig aus und gehe wirklich maximal ans Muskelversagen. Aufpassen, dass wenn ihr nah ins Muskelversagen kommt, dass ihr nicht anfangt, den hier zu machen, weil dann trainiert ihr sehr viel die vordere Schulter. Habe ich tatsächlich letztens im Gym auch noch gesehen, wie einer genau so trainiert hat. Ausgekatert, nee, ich bin einfach froh, wenn der Tag heute vorbei ist. Ich hoffe, morgen geht es mir gut, weil mir geht es heute überhaupt nicht gut. Ich schwöre es euch. Ich sehe auch richtig fertig aus, Alter. Ich meine, ich habe auch einen Zittrigen, ne? Ich habe versucht, vorhin eine Instagram-Story zu machen. Die war komplett verkatert. Verkatert, die war komplett verwackelt. Mit dementsprechend schön stabil bleiben und richtig schön grinden, also die letzten Wiederholungen wirklich maximal auskosten. Und dann sage ich euch, habt ihr eine richtig krass effektive Übung. Spaß beiseite, die Übung ist geil. Mache ich auch sehr gerne. Für den Bizeps. Wenn der Kabelzug belegt ist, zeige ich euch jetzt noch eine Alternative, die ihr auch noch machen könnt, die fast genauso gut ist. Aber ich würde natürlich immer den Kabelzug präferieren, also aufgepasst. So, dann nehmt ihr einfach eine Schrägbank, stellt ihr auf Stufe 5, so mache ich das immer bei den Hammer Strength Schrägbänken. Ganz wichtig, Freunde, auf Stufe 5. Dann natürlich Kurzhantel nehmen. Kürzhantel, genau. Und dann quasi das gleiche wie am Kabelzug ausführen. Die Arme schön hier nach unten hängen lassen und dann richtig schön einfach nach oben curlen. Und da habt ihr auch eine sehr, sehr stabile Übung und eine, die richtig krass auf den Bizeps geht. Und ich sag's euch, wenn ich da bis zum Muskelversagen gehe, das fühlt sich jedes Mal so an, als würde ich mir den Bizeps rausreißen. Dementsprechend auch, der Muskelkater ist brutal und habt ihr, wie gesagt, eine richtig... Der erinnert mich hier ganz klar an das Armtraining von Thunfisch. Ne? Die Übung macht ja auch immer der kleine Kackvogel. Das ist gute Übung. Und ich merke jetzt schon, obwohl es nicht viel Gewicht ist, dass die richtig reinhaut. Jetzt, das war meine Lieblingsübung für den Bizeps. Und jetzt machen wir weiter mit einer Hammer Curl Variante. Und zwar entweder am Kabelzug oder mit der Kürzhantel. Also aufgepasst. Und zwar für den Brachial. Der zieht auch durch mit dem Kürzhantel. Ne? Also den Muskel, der quasi den Bizeps nach oben schiebt und dafür sorgt, dass ihr noch einen größeren, dickeren Oberarm habt, der sehr häufig beim Armtraining vergessen wird, führe ich auf jeden Fall eine Hammer Curl Variante am Kabelzug aus. Und zwar stelle ich den Kabelzug ganz unten ein, hänge das Seil ein, gehe in den Kabelzug und dann lehne ich mich leicht nach hinten. Was dann passiert ist, ihr habt auch wieder ein besseres Widerstandsprofil. Denn, ganz kurze Erklärung, den meisten Widerstand bei einer Übung habt ihr immer dann, wenn sich der Hebelarm und die Kraft im rechten Winkel zueinander befindet. Bedeutet, ich habe hier jetzt circa einen rechten Winkel, heißt hier habe ich am meisten Widerstand. Guckt mal gerade das Video von Markus, direkter Vergleich, Armtraining von ihm. Der achtet hier auf irgendwelche Winkel, auf Einstellungen. Markus hat einfach geballert, Alter, weiter Zeug hing, da gab es keinen Winkel, einmal wurde trainiert. Widerstand. Und wenn ich mich jetzt beim Hammer Curl nach... Ich finde das gerade so geil, dass wir direkt von dem Markus Rühl Training von damals auf Kai Gedan von heute geswitcht haben, das passt gerade voll. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer Whey Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's mit dem Video. Modifiziere ich das Widerstandsprofil so, dass ich etwas mehr Widerstand in der Gedehnposition habe. Und so merke ich auf jeden Fall, dass die Übung richtig reinhaut. Hier, wie gesagt, leicht nach hinten lehnen.
dann schön nach oben curlen. Ich muss sagen, die Übung fühle ich sehr, sehr gut. Um noch ein bisschen mehr Stabilität zu haben, mache ich es auch manchmal so, dass ich mich auf den Boden lege. Denn dann kann ich erstens mal fast keinen Schwung holen und zweitens kann ich mich noch viel besser auf den Bizeps konzentrieren. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen, weil in manchen Fitnessstudios ist der Boden alles andere als sauber. Das war die zweite Übung für den Eigentlich in allen Fitnessstudios. Ja, alles. Jetzt haben wir aber noch einen wichtigen Muskel vergessen, und zwar den Trizeps. Der größte Muskel am Trizeps ist der lange Trizepskopf und den trainiert man, wenn man eine Überkopfübung ausführt. Dementsprechend jetzt kommen die Katana Samurai Extensions. Eine absolute Lieblingsübung für den langen Trizepskopf. So, jetzt geht's weiter mit meiner Lieblingsübung für den Trizeps. Ihr seht schon wieder am Kabelzug, und zwar großer Vorteil vom Kabelzug ist, ihr könnt die Übungen bzw. das Widerstandsprofil einer Übung relativ leicht so modifizieren, dass ihr wirklich das Maximum rausholt. Zudem beim Trizeps gibt es sehr, sehr viele Übungen, die nicht so ein gutes Widerstandsprofil haben und dementsprechend die auch nicht so effektiv eure Arme trainiert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Kickbacks mit der Kurzhantel mache, da habe ich eigentlich ein sehr schlechtes Widerstandsprofil. War ein gutes Feeling, weil ich oben den Trizeps unter der maximalen Last durchstrecke, aber nicht wirklich eine effektive Übung. Dementsprechend der absolute Gamechanger für deinen Trizeps. Gamechanger, Freunde, Achtung, aufpassen. Und zwar eine Bank, denn sorgt dir wirklich maximale Stabilität. Die Bank stelle ich immer auf die zweithöchste Stufe, also hier ist die höchste Stufe 8, ich mache es auf Stufe 7. Dann schlage ich die hier an den Kabelzug an. Jetzt den Kabelzug stelle ich dann ungefähr, ja so, sagen wir, zwischen Knie und Hüfthöhe ein. Ich mache es immer so, kleiner Pro-Tipp, ich schreibe mir meinen Trainingsplan wirklich alles auf, mein komplettes Setup heißt. Ey, der schreibt sich wirklich auf welche Nummer die Bank eingestellt hat und den Kabelturm, ne? Das ist schon wirklich krank, Digga. Das ist krass. Ich schreibe drauf, Bank Stufe 7, Kabelzug Stufe 16 und dann weiß ich immer, alles klar, das ist mein perfektes Setup. Kann so die Progression richtig gut tracken und wirklich gute Gains machen. Ja, das ist der reinste Wahnsinn, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Dann nehme ich auf jeden Fall das Seil heraus. Ich mache es immer so, ich mache einen kurzen Zug, zack, dann ist es über den Kopf. Dann gehe ich rein, Arme schön über den Kopf. Hier unten richtig schön die Dehnung mitnehmen, ganz, ganz wichtig. Und dann wirklich schön nach oben schieben. Und so trainiert ihr wirklich extrem effektiv, vor allem den langen Trizepskopf, der halt wirklich den größten Teil vom Trizeps ausmacht. Und hier natürlich. Ich frage mich, ob das noch Spaß macht, wenn man so pedantisch ist. Ich kenne das Wort nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube tatsächlich, es gibt solche Jungs, solche Menschen, ja, einfach so leicht autistisch, ist ja auch nicht schlimm, die wirklich alles perfektioniert haben müssen, weil sonst finden die das nicht geil. Die müssen das wirklich alles getrackt haben, alles perfekt eingestellt. Einfach so Perfektionisten. Es gibt so Leute. Vielleicht befriedigt ihn das. Ich meine, ist ja nicht schlimm. Also ich hätte keinen Bock drauf, aber Respekt, wenn er das so durchziehen kann. Natürlich auch sehr, sehr wichtig, intensiv bis ans Muskelversagen trainieren und darauf achten, dass ihr im vollen Bewegungsradius trainiert. Und dann habt ihr auf jeden Fall drei extrem effektive Übungen, die auf jeden Fall dafür sorgen werden, dass ihr eure Arme aufs nächste Level bringt. Leute, richtig nicer Tipp noch von mir, und zwar beim Schwachstellentraining macht es absolut Sinn, einen Booster bzw. einen Pump-Booster zu verwenden, damit ihr halt richtig guten Blutfluss in eure Muskeln. Da muss er ja jedes Mal einen Booster verwenden. Muskulatur habt, dementsprechend ab in den Rocker-Shop mit dem Code Kai richtig ausrasten. Und das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil. Ich mache das immer so. Ich nehme vor jedem Training 55 Gramm Code Pump und das sorgt auf jeden Fall dafür. Ja, weil jedes Training normal, weil alles ist Schwachstellen. Dass ich ein richtig gutes Muskelgefühl habe und dementsprechend auch vor allem meine Schwachstellen viel, viel besser treffe. Seitdem habe ich auch wirklich richtig krasse Gains gemacht. Also auf jeden Fall mal abchecken. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Format findet. War so ein kleiner Test. Was soll ich als nächstes YouTube-Video machen? Und dementsprechend schreibt auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Videoideen rein. Ich bin raus, euer Kai. Bis zum nächsten Video. Ciao. Stabil, Kai. Hast dich auf jeden Fall heute am Riemen gerissen hier. Am Riemen gehalten, oder wie man sagt. Ja, Werbung war kurz und knackig. Also, ich sage euch ehrlich, mein Content ist es nicht. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei. Dort sind wir dreimal die Woche live um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag. Und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei Oase vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym. Oder bei esn.com, da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode William ebenfalls im besten Deal sichern. Beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.